Heute bekomme ich seltene Mythic Pets in Rebirth Champions X. Oh mein Gott, ein Summer Event. OP Summer Event. Das ist absolut OP. Kokosnüsse. Ich habe Kokosnüsse. Eine Sache, die du machen möchtest, ist erstmal hier zum Sommerpass zu gehen. Da sammelst du erstmal alle Sachen ein und du kriegst einen Sommerball durch den Sommerpass. Den willst du equippen, weil durch den kriegst du erstmal 300 Kokosnüsse mehr. Oh, da ist der Sommerball. Mal 300 Kokosnüsse, das ist krass. Da bekomme ich aus einem Kokosnuss. Das an sich ist kacke. Ja, das ist mir doch egal. Aber da bekomme ich aus einer Kokosnuss nicht mehr 80, sondern... ich habe keine Ahnung, 7000 oder was? 6000 oder so. Kann gut sein, rechne mal 80 mal 3. 240, also 24. Warte, das heißt, du kriegst 24.000. Das stimmt aber nicht. Das sind Gummienten. Spielst du irgendwie dumm? Oh, dachte ich, kann die auch einsammeln. Das ist auch ein Piratenschiff. Aber kann man da drauf? Ist da irgendwas Cooles? Dann hat jemand eine LG-Brille an. Aber ich muss jetzt Eier hatchen, oder, in diesem Event? Weil hier gibt es immer OP-Eier. Weißt du, was du einfach machen kannst, ohne Eier zu hatchen? Was kann ich machen? Du machst deine Trades an. Okay. Okay, okay, ich habe meine Trades an. Mhm. Epic Sun 7177 hat mir eine Trade-Umfrage gesendet. Ich auch? Ja, aber die sehe ich nicht. Ich meine Trade-Umfrage an. Nee. Ich konnte nicht, ich habe sie nicht gesehen. So, jetzt. Wann gibt es Tokens in diesem Spiel? Also, wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall gibt es hier ein paar OP-Pets, ne? So, es gibt so OP-Pets wie zum Beispiel den Coco Dog. Das ist der Ankommen des Ex, ne? Willst du ein Secret-Pet? Hier ist ein Secret-Pet für dich. Ich will ein Secret-Pet haben. Ja, bekommst du. Weißt du, was du dafür bekommst? Ich mache jetzt einen fairen Offer, okay? Okay. Du kriegst dafür. Ich muss nachdenken. Ich glaube, ein Coco Dog in Gold reicht aus. Ich glaube, das wäre fair. Ich muss überlegen, ob ich zufrieden bin damit. Komm, weißt du was? Komm, weil ich Ehre heute habe, kriegst du noch eine Coco Cat in Gold. Bitte nimm an, bitte nimm an. Okay, ja. Ja, das ist genug. Das reicht. Nehme ich an. Ja, ich habe die besten Pets im Spiel. Scammt. Nein, das sind die haben 2 Trillion. Ich dachte, das ist besser. Aber da steht auf 2. Da steht aber 2 Trillion. Weißt du was, komm, weil ich dich gescammt habe, gebe ich dir jetzt das richtige OP-Pets, okay? Okay, okay. Du kriegst nämlich den Coco Overlord. Oh. Oder nicht nur das. Du kriegst den Coco Warrior in Gold. Das ist der Überkämpfer. Den Coco Warrior in Normal. Das ist ein Überkämpfer in Normal. Den Coco Shark in Gold. Der ist toxic. Den Satelliten in Gold. Ich liebe goldene Satelliten. Die bringen viel Geld. Ja, ja. Aber was haben die für einen Melonen-Counter? Nein, Kokosnuss-Counter. Was für Melonen? Kokosnüsse. Ja, Kokosnüsse, Melonen ist doch alles dasselbe. 100, 100, 400. Ach, das ist sogar das Mythical-Pet der Coco Overlord. Eben, das ist das Mythical. Das habe ich sogar selber gehatcht. Nur für dich. Nur für mich? Ja. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Aber ich muss meinen Sommerball wieder ausrüsten, weil der stärker ist als alle anderen, bis auf das Mythic. Deswegen erstmal wieder Sommerball ausrüsten. Gibt es ja auch wieder so Upgrades, die es damals auch gab. Ja, Sommer-Upgrades, ja. Oh mein Gott, ich kann mir Sommer-Upgrades machen. Klicken Sie auf Multiplikator, komplett voll. Oh, noch nicht ganz. Juwelen-Multiplikator, voll machen. Dann plus 1 Haustier ausrüsten, 100 Milliarden. So viel habe ich nicht ganz. Edge Speed kann ich mir auch nicht leisten. Glücksmultiplikator kann ich mir auch nicht leisten. 100 Milliarden Kokosnuss-Multiplikator. 20.000 für eine Kokosnuss. Okay. Kannst du dir das vorstellen? Ich finde es so schön, wie die einfach so alle geradlinig in einer Reihe da liegen. Sind einfach alle so... Es gibt 3 Reihen aber. Ja, 3 Reihen. Also würden die so perfekt vom Baum fallen. Es sind so 5 Bäume und die spawnen 300 Kokosnüsse alle jede Minute. So funktioniert das auch im echten Leben. Aber ich habe jetzt 1,5 Millionen Kokosnüsse. Dafür kann ich mir jetzt nochmal... Kokosnuss-Multiplikator und Kokosnuss-Multiplikator und Kokosnuss-Multiplikator und Juwelen-Multiplikator und klicken Sie auf Multiplikator und... Ah, nichts mehr. Dann hole ich mir aber die Sommer-Chest. Lesen Sie zu beanspruchen. Was haben wir hier? Ich bekomme Klicksboost, okay. Jetzt muss ich Eier öffnen. Wir haben hier ein Robux-Eck für 800 Robux. Ich weiß nicht, ob ich das öffnen will. Warte, warum ist das so ein Schneedings? Das ist einfach ein Schneeball zu 80%. Ja, stimmt. Schneeball und einfach Sonne. Und dann haben wir hier... Ach, das soll ein Surfboard sein und kein Grabstein. Ja, haben wir für 2250. Ich will das Gute hatchen. Mythic Pet 0,04%. Das sind ja alle 1000. Was ist das Gute für dich? Legendary oder Mythical? Mythical? Hä? Was sagst du denn? Hä? Oh, rebirthen kann ich. Stimmt, ich habe jetzt so OP-Pets. Ich kann rebirthen. Ich rebirth jetzt 100 QN mal. Jetzt habe ich 230 QN. Und nochmal 100 QN mal. Und nochmal 100 QN mal. Und nochmal 100 QN mal. Und ich habe jetzt die Space World freigeschaltet. Was? Ich habe gerade den einen Triple Edge 2 Mythicals gehatcht. Ich sehe, was soll das? Insane Luck im Rebirth Champions X. Was war das gerade? Achso, ein Coco Warrior, der ist schlecht. Ich dachte, ich hätte was Cooles gezogen. Aber Amos hat einen Mysterious Megalodon gezogen. Den will ich jetzt auch haben. Den will ich jetzt auch haben. Gib mir den jetzt mal, hä? Darf ich kurz anmerken, ich habe 3 Mythicals gehatcht, aber kein Legendary. Warte, ich habe keine Kokosnüsse mehr. Ich muss Gold machen. Dann gehen wir wieder sammeln. Ja, ich habe mir jetzt ein paar Coco-Melons gemacht. Let's go. Meinst du Coco-Melon diesen YouTube-Kanal? Genau, Coco-Melon diesen YouTube-Kanal. Was sagtest du denn? Ja, Coco-Melons. So Kokosnuss-Wassermelonen, so Mischung. Ich gönne mir jetzt ein paar Coco-Melons. Ich brauche ein paar Hunderttausende. Bei 2000 kostet ein Ei, glaube ich. Also wenn ich mir 2 Millionen farme, dann kann ich schon mal wie viele Eier öffnen? 200.000. Was?
Ein neuer kostet 2000. Ja. Hey, Coco Warrior. Und ja, wenn ich 2 Millionen da. Achso, das stimmt. Lost. Bist du 2000. Dumm? Was? Bist du dumm? 20.000 dann? 1000. Oh, Sachen passieren. Ja, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Hallo, hedge doch mal was. Hallo? Ja, ich hedge gleich was. Hallo, ich habe jetzt 4 Millionen. Was ist deine Chance, ein Mythical-Pet zu ziehen? 0,05. Ich muss mal kurz kalkulieren. Ich habe in einem Triple Edge 2 gezogen. 0,05. Wir sagen einfach, oh, der leichter ist halbe nach. Du hast 2 nacheinander gezogen in 2 Hedges. Das heißt, die Chance, das zu ziehen, war 0,0025%. Das heißt, circa alle 40.000 Eier passiert das. Das war aber ein Triple Hedge. Die hatte links und rechts einen Mythical. Genau. Ja. Das heißt, es war eine Chance von... Ja, okay, es war 1 zu 30.000 knapp. Also, öffne mal 30.000 Eier wieder. Mo, ich brauche nur einen, dann können wir den sogar Gold machen. Warte, du hast schon wieder Mythical gezogen? Was soll das? Ach stimmt, gib mal deinen gib mal den zurück. Wie, gib mal... Oh, ja, okay. Ich will jetzt 25 Mythicals ziehen. Okay. Ja, okay, eins würde mir reichen. Aber ich will jetzt Mythicals ziehen. Mythicals, please. Du bist nicht mal beim Eck. Ich stehe direkt neben dir. Oh, da bist du, lol, habe ich gesehen. Ich dachte, der Typ heißt einfach Boss der Gurken. Boss der Gurken. Ich bin auch Boss der Gurken. Ja, ich dachte, der Typ heißt so. Als ob ihr alle so viele Secrets zieht. Ich habe nur 5 gehatcht. Nee, 4 gehatcht. 4. Secret. Ja, Secret. Ich meine, Secrets. Ja, Secret. Sachen geschehen. Sachen passieren, die passieren. Oh, das war legendär. Ich trade mich seit 20 Minuten Highgamer an. Oder wer bist du, Highgamer? Und warum tradest du mich an? Und jetzt hat er gecancelt. Er tradet mich Real Talk seit 15 Minuten dauerhaft an. Und dann cancelt er direkt, sobald ich annehme. Er tradet mich wieder an. 60 Millionen Ninja. 29 Trillion hat das Pet. Das ist gut. Ein Event-OP-Pet. OP-OP-Event. So ziemlich. Hey, Felix. Hey, Felix. Schon ein Mythical gehatcht? Gleich. Gleich? Ja. Ja. Ich habe 6 Stück davon. 6 Mythicals? Felix hat keins. Auch ich habe eins. Okay, ich korrigiere mich. Du hast keins gehatcht. Gleich. Ich werde nicht aufhören. Bevor ich nicht ein Mythical Pet habe. Das sind Statements. Das Spiel wird aber einfach geschlossen, bevor du ein Mythical hatchst. Nein, das sind Statements. Das sind Statements, dass das Spiel immer gelöscht wird. Ich habe bisher immer, innerhalb von einer halben Stunde oder so, vielleicht wahrscheinlich sogar früher, habe ich bisher bei jedem Update ein Mythical gehatcht. Weißt du was, Felix? Weißt du was, Felix? Du tust mir ein wenig leid. Ich habe dich angetradet. Nee, ich habe deine Trading-Anfrage gekonnt ignoriert. Wieso? Warum soll ich die annehmen? Ja, okay. Was war jetzt gerade passiert? Du hast abgelehnt. Ich habe angenommen. Du hast abgelehnt. Nein, habe ich nicht. Okay, du tust mir leid, Felix. Hier kriegst du immer ein paar Mythicals. Dann kannst du immer den Mythical Gold machen, okay? Ja, Felix. Ja, da kriegst du mal ein paar Mythicals. Ja, Felix. Ja, kannst du jetzt auch mal ein Mythical Gold machen? Ja, Mythicals. Ja, das kannst du auch nicht mal ein Mythical Gold machen, ne? Danke, Victor. Gar kein Thema. Warum habe ich die Gold gemacht? Ich hätte die einfach so lassen sollen. Das wäre so viel stärker gewesen. Das wäre eigentlich schlauer gewesen, ja. Den Kokosnuss-Trappel. Das wäre so viel besser gewesen, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Willst du nicht endlich mal ein Mythical hatchen irgendwie? Ja, eigentlich schon. Als wäre das so, so meine Sache. Hatch doch endlich mal ein Mythical. Ich habe 4 gehatcht, weil ich wollte. Ich habe welche hatchen und ich habe 4 gehatcht. Ich habe wirklich das Mindset dazu, die Mythicals zu hatchen. Du hast recht. Ja, anscheinend. Mythical-Pet! Ich hätte es niemals mitbekommen. Ich hätte niemals gedacht, dass du ein Mythical-Pet hatchst. Ich habe Mythical-Pet gehatcht. Ich bin einfach der Beste in diesem Spiel. Was soll ich sagen? Ich bin so viel besser als Roblox Victor. Wer von uns beiden hat die 4 Mythicals gehatcht? Wer von uns hat ein Mythical gehatcht? Du? Ja. Und ich habe 4 gehatcht. Ja, das ist ja egal. Also. Kannst du mal aufhören, so anzugeben? Nein, ich gebe jeden Tag an. Kannst du mal aufhören, so zu prahlen, Victor? Das ist ziemlich blöd von dir. Ich prahle gerne. Ich liebe es zu prahlen. Ja, wir wissen. Aber ich hole mir jetzt noch Dings. Glück und Kokosnuss-Multiplier. Ich hole mir jetzt noch Klicken hier auf Multiplikator. Ach so. Ja. Gut, dass du es gesagt hast, Digga. Aber weißt du, was ich jetzt noch mache? Was noch viel krasser ist? Dings. Ja, richtig. Aber ich hole mir Wiedergeburtentaste in eine neue. Und was ich auch noch mache? Juwelen-Multiplikator. Und in der Haustierlage. Krank. Nein, niemand wird es jemals erleben. Hätte niemand von dir erwartet. Aber was noch krasser ist, ich gehe jetzt in die Atlantis-Welt. Und weißt du, was ich dort mache? Ich hole mir eine neue Aura. Okay. Und sogar nochmal eine neue Aura. Ich habe jetzt die Prismatic Aura. Ich habe jetzt die beste Aura. Und was ich jetzt noch mache, es hört noch nicht auf. Ich hole mir noch eine Wiedergeburtentaste und einen Juwelen-Multiplikator. Okay, und jetzt hat es aufgehört. Nee, hat es noch nicht, weil ich jetzt in die Space World gehe. Und hier in der Space World kann ich Galaxy Forest 50 SX Wiedergeburten brauche ich. Und weißt du, wie ich das bekomme? Indem ich 2x wieder gebäre. Nee, aber was ich jetzt mache, ich gehe ins Sommer-Event. Weil hier habe ich einen Weltboost von 100.000, was irgendwie dumm ist. Aber hey, der ist absolut insane krass. Ja, du weißt, was auch dumm ist. Du. Das ist nicht wahr. Du bist dumm. Nee. Nee, ich werde mir jetzt nochmal 10 SX Rebirths holen.
und dann habe ich genug für die letzte Welt. Und dann bin ich der Beste in diesem Spiel. Dann bin ich auf dem Leaderboard und bin der beste Spieler in diesem Spiel. Jetzt habe ich 5 SP wirklich so sein, an Gems. Ja, ich hab die Galaxy Forest Welt unlocked. Ich kann jetzt hier ganz entspannt zu den Upgrades gehen. Komplett vervollständigen. Maximal Juwelenmultiplikator. Maximal Wiedergeburtentaste. Kann ich mir keine Welt mehr gönnen. Aber hey. Und jetzt kann ich in die Space World gehen. Dann gehe ich jetzt noch in die Galaxy Forest Welt. Und ich gönne mir die Galaxy Chest. Haben einen Luck Boost bekommen und hier haben wir ein Egg, Felix? In dem nur schlechte Pets sind. Aber wir werden trotzdem ein Egg öffnen und schauen, dass wir ein episches Pet bekommen, um zu schauen, wie schlecht die Pets sind. Ich habe ein episches Pet, einen Galactic Pegasus und der ist schlecht. Wie gesagt, 500 Milliarden. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Schaut jetzt noch bei diesem coolen, eingeblendeten Video vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.